Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein schönes, feines Fettchen bekommen, heiß begehrt. Ich hoffe auch, dass es das ist, weil von der Größe her möchte ich mal behaupten, sollte es mein Herzstück für meine Inselanlage sein. Na, hier haben sie aber geklärt. So, schaut mal rein. Blau. Blau, sieht doch gut aus. So, nehmen wir mal den Kleinkram raus hier. Das ist das, ja, ich sag mal, Display-Messgerät. Keine Ahnung, muss ich mich noch schlau machen. Kabelgedönse, noch mehr Kabelgedönse. Ja, und das ist das Herz, aber ohne Herzschrittmacher funktioniert das glaube ich auch nicht. Ich habe das in 100.000 Videos mittlerweile gesehen, dass der MPPT Solar Controller Regler gut sein soll. Es ist ein 40 Ampere sollte es sein. Das sollte ja eigentlich auch hier irgendwo draufstehen, gehe ich mal von aus. Nein, steht hier nirgendwo drauf. Warum nicht? Schaut mal her, da ist hinten wieder. Ich nehme erstmal den Kasten da raus. Alter Falter. Schön verpackt, gutes Gewicht. So, Karton nicht wegfliegen, es ist ein bisschen windig. So, der MPVAR Solar Controller. Wieso steht da nirgendwo was von 40 Ampere drauf? Da oben ist ein Aufkleber. Da ist er. Ihr seht es. Ich hoffe, ihr seht es. 40 Ampere. 100 Volt und so weiter und so fort. Richtig Gewicht. Schöne Kühlrippen. Gefällt mir gut. Ja, ich sag mal, sonst hätte ich noch nicht bestellt. Also die positiven Bewertungen und Videos, die ich gesehen habe, haben mich überzeugt, das Gerät zu bestellen. Plus, minus Eingang für Solarmodule, plus, minus für Batterie, plus, minus Strom. Den werde ich versuchen, heute noch anzuschließen. Meine 2x12 Volt, 200, keine Ahnung, Amperestunden, LKW-Batterien und mal gucken, ob wir da eine Laterne mit ankriegen. Ne? Jo, da muss ich mich einlesen, wie, was, wo. Und wofür das ist zum Ablesen, was der alles kann, nehmen wir mal einfach, weil ich habe hier nicht so viel. Oh, schaut mal hier, da ist noch irgendwie so ein kleines Teilchen hier. Das muss ich mir mal genauer anschauen, wofür das ist. Kenne ich mich noch nicht mit aus, bin ich ganz ehrlich. Zertifikat, gehe mal davon aus, dass die Beschreibung wenigstens in Englisch ist. Jo, ist sie. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, weil den Rest werden wir schon rausfinden. Bisher haben wir da alles geschafft. So, okay, das war eigentlich meine kurze Einblendung hier von meinem MPVAR Solar Control Changer Control MPPT 40 Ampere für meine Insel Solaranlage auf dem Camping. Ja. Wo immer die Sonne scheint. Ja, alles Gute, Norbert vom Kanal. Bis dann. Ciao.